Im August 2011 verbrachte ich eine Woche in Poratz. Poratz ist ein Ortsteil der Gemeinde Temmen-Ringenwalde im Landkreis Uckermark in Brandenburg. Der Ort liegt mitten im Naturschutzgebiet Poratzer Moränenlandschaft. Am Ankunftstag bin ich eine kleine Runde gelaufen, um die Gegend zu erkunden. Fotos habe ich dabei keine gemacht. Tag 1. Heute ging es mit dem Rad auf eine kleine Erkundungstour, vorbei an vielen Seen. Die Schorfheide ist einfach Natur pur. Gab es noch einen kleinen Abendspaziergang, ganz ohne GPS-Aufzeichnung. Am zweiten Tag bin ich früh eine kleine Runde um den Briesensee herumgelaufen, ganz ohne Kamera. Einfach nur genießen. Danach war ich wieder mit dem Rad unterwegs. Diesmal ging es zum Oberuckersee. Ich habe in diesem Urlaub auch wieder einige Geocaches gesucht. Deshalb gab es den einen oder anderen Abstecher. Sogar in Afrika war ich. Tag 3. Heute Morgen gab es eine längere Laufrunde mit einigen Pausen. Inzwischen war ich total verliebt in diese Gegend. Am Nachmittag bin ich dann mit dem Rad zum Glambecker See und ein Stück weiter gefahren. Tag 4. Heute stand eine für mich sehr lange Radtour an. Es ging um den Werbellinsee. Eine Tour von ca. 60 Kilometern. Meine Planung war irgendwie sehr halbherzig. Am See angekommen, fuhr ich auf einem sehr kleinen Wanderpfad. Stellenweise musste ich mein Rad tragen. Und irgendwann fuhr ich in den See hinein. Das war sehr abenteuerlich. Aber auch irgendwie spannend. Thank you.
Auch am fünften Tag bin ich wieder mit dem Rad unterwegs gewesen. Heute habe ich den Wollitzsee umrundet. Am letzten Urlaubstag bin ich noch einmal nach Joachimsthal an den Grimnitzsee gefahren, war einkaufen und habe noch ein paar Geocaches gesucht. Damit endete der Urlaub. Wer Ruhe und viel Natur sucht, ist in der Uckermark sehr gut aufgehoben. Es gibt sehr viele Seen und Moore und man kann herrlich entspannen. Das kleine Dorf Poratz, wo ich eine Ferienwohnung hatte, war sehr ruhig. Es war nachts richtig dunkel und absolut still und man konnte herrlich in den Sternenhimmel schauen.